Let's go. Spielen wir doch noch mal hier. Mal gucken, ob wir es diesmal packen. Aber ich müsste den Highscore ja jetzt eigentlich knacken irgendwie. Lol, ist es irgendwie schwerer geworden. Weißt du, dann macht man die Dinger kaputt und dann sammelt er die nicht mal auf. Oh lol, komm. Ich will die Dinger aufsammeln. Ah. Nur 26. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Ah! Na toll. Muss das Ganze nochmal machen. So, jetzt aber. Das wird doch nix. Das sieht mal so schlecht. Guck, ich hab gedrückt, Digga. Ich hab gedrückt. Egal, ich bring mich jetzt einfach nochmal um. Hab keinen Bock. Bam. Da. So. Ich hätte es ja eh nicht gepackt. Den Highscore kann man gar nicht knacken. Naja, egal. Süßer Hundi. Wo bleiben die? Epilog. Den gibt's auch noch. Und das ist ein Hundi, Mann. Hallo Hundi. Mom? Dad? Jemand da? Los, Hundi. Süßer Hundi. Kann ich nicht streicheln, Hundi? Oh, ich will auch einen Hund haben. Ja, ist die Frage, wo kann ich denn hier noch langlaufen? Da, das ist aber ein ganz schön großes Haus. Ja, da ist wieder Waschraum. Badezimmer. Küche. Was steht da drauf? Oh, cool. Kleinen Café. Ah, okay. Alles klar. Mit Steak. Ah, ich hab was Steak mit Steak gelesen. Ah, ja. Ja, ja. Gibt wohl leckeres Essen. Hey. Lol. Weg ist sie. Sie? Das ist eine Sie, schade. Wir haben sie ihn wohl genannt. Da ist noch was. Was ist da? Touch Mahal. Ich komme. Touch Mahal. Ah, anscheinend fliegen sie nach Indien. Ein perfekter Tag. Sieht schon nice aus hier. Also wenn man hier wohnt. Okay, wir können. Jeder kann sich ja, denke ich mal, denken, wer das ist. Gehen wir mal darüber zum Hundi. Jemand da? Nein? Niemand? Hundi streicheln. Jetzt kann man den Hundi streicheln. Ich will den Hundi streicheln. Hey, Vicky. Vicky, alles klar, jetzt kennt man den Namen. Vicky. Naja. Hä, lol? So, Süße. Wo sind Mom und Dad? Na los, such sie. Los. Okay. Echt jetzt? So wie sie selbst. Naja. Schade, hätte ja sein können. Gehen wir doch mal hier vorne ins Häuschen rein.
Da sind sie vielleicht drin. Wenn da halt mal eine Flut kommt, sind sie halt, ja. Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Tja, was ist das wohl? Oh, ein Artefakt. Wow. Das wurde toll gesäubert. Sieht schon krass aus. Kannst du da ran? Okay. Die Steinchen kommen mir irgendwie so bekannt vor. Da ist noch ein Bildchen. Oder was ist das? Du hast es rausgefunden. Geht. Oh nein, ein neues Abenteuer? Nein. Ganz viel. Ach, guck mal. Ah, ja, da sieht man es ja. Spätestens hier sieht man, was da los ist. Oh ja, bei der hier war ich mit Sally unterwegs. Haben sie schon ganz viel erreicht, wie es aussieht. Ja. Da ist auch nochmal Sally drauf. Ja. Chlorreiche Zukunft, wie es aussieht. Ein Waschraum, ist es hier noch? Ein Bildchen. Oh Gott, Sally. Alter Sack. Nein. Kann man näher ranzoomen. Und Elena ist auch ziemlich alt geworden, wie man sieht. Ein bisschen rumgucken hier. Was ist das dafür? Nochmal so ein Magazin irgendwie. Wie albern. Abenteuerleben, ja. Treasure Hunting. Runs in the family. Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Jetzt. Ja, da kann ich was aufmachen. Keine Chance. Der geheime Schrank. Wo die Tochter nicht dran darf. Chance. Aber anscheinend. Einmal alles. Ich wusste es. Da ist das Dismas-Kreuz. Was ist das? Dignafakt des Kipimus. Easy. Was finden wir da wohl noch so drin? Wow, nettes Holster, Dad. Die ganzen guten alten Artefakte. Das haben wir schon gesehen, das hier. Ah, und guck mal, da ist ja das Astrolabium noch. Erstmal, oh, hier ist noch die Münze. Eine spanische Dublone. Aber von wo? Aus dem ersten Uncharted-Teil. Daher ist das. Da ist noch. Sieht aus wie Avery's Siegel. Aha. Da kennt sich jemand aus. Was ist da wohl noch drin? Oh lol, da ist noch das Tagebuch drin. Ist das ein Einschussloch? Krass. Und natürlich das Astrolabium darf nicht fehlen. 16. Jahrhundert. Wo ist das her? Naja. Da ist die Schublade, kann man auch noch aufmachen. Die will ich auch noch aufmachen. Ah, da ist noch die Chintamani-Steine. Einfach nochmal dahin legen, wo wir es her haben. Da ist noch ein Buch. Hallo. Ja, das kennen wir ja alles schon. Henry Avery, der Gunsway-Raub? Ja. Halt, hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Ich habe ihn nicht gesucht, ich habe ihn gefunden. Nein, ich wollte es gar nicht lesen. Ich wollte eigentlich X drücken. Da war sogar das Gefängnis. Niemals. Ist das Dad? Höchstwahrscheinlich.
will die andere Richtung blättern. Ich wollte eigentlich in die Richtung. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Ja, 29. Januar. Was ist das? Found this on my old camera. Ja, das war von Elena. Easy. Oh, scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool. Ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir sie einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also, dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts okay, zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, ja, das stimmt. Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Stadt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. So, und das war Uncharted 4, A Thief's End. Ich hoffe, es euch hat das Let's Play gefallen. Ich fand es einfach nochmal geil, es durchzuspielen. Und alles Mögliche. Und ach, ich feiere es einfach so hart. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich das dann jetzt auch mal noch durchgezogen habe, das Projekt. Und
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, der hier zugeschaut hat und der mich unterstützt hat, der mal ein Like da lässt, Kommentare vielleicht da lässt, generell einfach bei allem. Freut mich auf jeden Fall sehr. Und ja, da würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Let's Play oder beim nächsten Video, Stream, alles Mögliche. Bleibt alles beim Alten, denke ich mal. Da würde ich mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.